Ja, das ist dann gegen eine Edge-Tunern, wie man die wieder, aber ich kann vertraulich auch dort, ne, können wir nicht verstehen. Jetzt werden Herren Gästen noch nicht geklärt, die können das nicht verstehen. Ich hoffe, ihr mich verstehen kann, weil sie dann, auch war die Burn. Und der Herr, aus der Jäs, hat die auch alle erleuchtet. So, ich hoffe, du kannst mich verstehen. Dann tat ich mir den Mund gedacht, die können nicht verstehen, dann ging ich wieder da, ging ich nur mit schwerer. Ich habe nie von der Wunde, du hattest zwei der Nachbarfamilie, mit denen wollte ich dann schaffen. Dann tat ich den dort. Wahrscheinlich mir das ging, in Worte erfahren habe. Die können doch nicht verstehen, und dem wird dann sehr einmal gleich, dann ging der in den Futter, Wunde, zahlt sie da. Und dann wieder Prediger. Und dann hat er den vertraut, dann kam mein Vater reinfutzen und fragte mich, was ist los mit die, was ist die geworden? Und na, mir wie nicht geworden, ich wie Frau und schaffte, mir wie nicht geworden. Und wo bist du denn in dieser Ahnung, was du immer wirst? Ich habe noch nicht bewiesen, dass ich anders wie, ich habe bloß, ich habe nicht die Kleider geändert, ich habe nicht, keine Dinge geändert. Ich lebe so sehr als ich konnte, auch keine Schmerzen und Gesatzen und alles. Und wobei ich habe eine große Erfahrung gemerkt. So dann früher, wo warst du denn nicht so anders? War das die geworden? Dann sehe ich, mir ist nicht geworden. Aber ein Ding kann ich sagen, mir jetzt sehr schön, ich habe gebetet, der Herr hat mein Gebet erhielt und hat mir erleistet. Ich habe Frieden gekriegt im Herrn, im Geist. Dann wieder sehr absurd, dann wieder sehr wunderbar. Dann wieder, dort ist nicht von Gott, dort ist vom Feind. Und ich wurde kein Zweifel, weil mir ging plötzlich sehr schön. Was ich erfahren habe, was ich in mein Herz habe. Nein, ich sehe. Was ich erleichtert werde, ich bin frei geworden. Meine Sinnen werden mich vergeben. Und ich wusste das. Das ist ganz klar. Und dann ging da ein Einhämmer ab, wir sollten dann, mein Vater sollte dann meine Schmiede, wir können noch rauskicken. Und dann ging da ein Einhämmer ab, Boliviano. Dann sieht er, wenn du dann nicht so ohne Spaß, dann musst du bald ein Weltmann sein, was der, was er geht, ab Gas geht. Dann sehe ich, wo sind eigentlich da ein Weltmann? Die kann den doch nicht, die kann den auch nicht im Hort kicken. Wo sind eigentlich ein Weltmann? Dann sieht er, du weißt gut, was ich meine. Die haben Belten, die haben Kardemomme. Da warst du nicht bald zu sein, was da. Dann frage ich ihn, was hat er nicht gewusst, dass der Täufer Johannes, was Jesus auch getauft hat, dass der hat einen Belt gebracht, einen leeren Gürtel um seine Lenden. Und dann wieder da fand ich. Über dem sehe ich nachher in Paulus, der Apostel Paulus hat sie mal den Hängtopf gebogen, mit den einen Belt, sie den haben wollte. Im Gefängnis schmieden. Und dann wieder bloß da fahre ich. Und dann, nach Rana vom Hafen, da regt ihm der Schreck nicht, der Rana vom Hafen. Dann wieder ist in Nuba gekommen, weil du sagst, ich weiß nicht, was mit ihm gehabt, bloß wieder wir. Muss so anders, und der Schreck kann er auswendig. Und dort wie ich es gesagt habe, ich die Schreck auswendig kann, aber der Herr gibt mir wieder zu sagen, ich kann ihm das alle, weil der Schreck beantworten wird, habe ich verstanden. Der Herr hat mich gefragt, wie wir ernst zum Reden dann, wo mich fehlen. Dann ging ich lange wie ein ganzer Pfeiler am Hof. Und dann war ich fast ein Dämmig, dann vertraue ich der dort, mit alles da wieder auch. Vertraue ich der dort, und dann wollen sie haben, ich soll begeben, ich soll tauschen, ich soll Bücher tun, ich war dort. Ich soll eine Vertraue haben. Und dann ich bin bloß eine Frau, und ich bin sehr mutig gemacht. Und dann werden die Vögel vom Hafen und die nicht lernen. Die denken nur, dass ich zu Donnerstag kommen. Und dann, als ich zu Donnerstag fuhr, da wie mit Pied fahren, mit ein paar Kilometer fahren, mit Pied, dann kriege ich war eine große Erleuchtung vom Herrn, von Jesus selbst. Und ich fuhr ab mit Pied fertig zu Donnerstag. Und dann, fahren, dann käme der bei mir. Und jetzt, und dann sieht er, ich soll mich nicht fürchten, für was ich würde reden, oder ich mich würde verantworten können, für die Prediger. Jetzt, ihr seid erst nicht die, die reden, sondern das Vaters Geist ist erst der, durch euch redet.
den Fahrstuhl mit dann an. Und dann wird dann gesagt, so, sieht dann ist der Handschirm durch, bitte. Bei deiner Dach. Und ich entscheide, ich bin dann entscheidend, dann sollten sie da alle an der Reihe. Und von mir fahr, jen haben sie dann stillheißat. Das hat mir entgedeckt, so hatten sie, können mir alle Stier anschicken. Und dann fürchte alles zu mir, sieh da, wenn du da nicht so anders denkst, lässt du das dann noch gar nicht mehr, na, ich hast, dass ich wie aus Peter Steil und Brocken zum Predigen gehen. Und dann sag ich, nee, wenn's nicht buchstäblich, nicht leiblich. Und dann laden sie mir die Fahrschwer, wie die Pfeife saß, an der Waffenrüstung Gottes, wurde daran, in der Fahrschwer, so ein Fahrschwer haben den anderen, die Fettchen, glaube ich, asset. Ich weiß doch nicht mehr, was das ist. Herr Lars, haben Tiener, waren 7 Tiener, glaube ich, da. Und dann zieht er an die Waffenrüstung Gottes, und wurde dann anscheinend das Schwert des Geistes, den Helm des Heils, und an den Bären gestiefelt. Um fertig zu treiben, das Evangelium, so sagt die Lutherbibel. Okay, als er das gelesen hat, an den Bären gestiefelt, dann sagt die Bibel, toll, dann kickt sie mir alle Stier an, und fragt alles da, na, was lest da nö, was sagst da nö? Hat er gehört, wie ich mal an den Bären gestiefelt sein. Dann sehe ich, ich will das haben, buchstäblich utgelacht, das wieder verstehen. Und für mich wäre das eine geistliche Waffenrüstung. Aber ich sehe, wenn die das so wollen, utgelacht haben, aus wieder verstehen, ich sehe, dann lese plötzlich noch einmal den ersten Fall, wo die losen, die Tiere da. Da sage ich dann, zuletzt, meine lieben Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht deiner Stärke. Okay, ich sehe, die sagen, die Pädias, und das sagst du, da waren alle Brüder, wenn einer macht, da waren alle Brüder. Zuletzt, meine lieben Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sie sehen, dass das dort, und dann sehe ich, und wieder los je, umgürtet die Lenden. Umgürtet meint ein Weltraumschnau. Sie dann, was ich dort gesagt habe, nächste sehe ich, die losen da, dann musst du dir ein Schwert anhängen, wenn die. Wenn das waren so buchstäblich Brücken, dann kam dort der Ola an. Und dann, was ich dort gesagt habe, dann fallen der Ola, rauf mit ihrem Kopf, Messbettflaschen und Bein. So hatten der Ola das dort. Alle Prediger, alles da. Können keiner nicht mehr an mich checken. Und einmal kam, da erreichte alles, dass ich doch ein bisschen ab, alles, dass ich doch ein bisschen ab, und dann sag ich da, die kosten Hilfsform, warum nicht mehr von dir hier? Wir waren, Sinn und Trinkung waren die Frauen, die Frauen, was sie bekehrt hast, oder was die, ich meine, sie hast bisher nicht ohne das, oder nicht. Wenn nicht hast, dann weißt du, was die Brüder hast, da war die nach der Brüder verstanden, dann war schon Bahn genommen, war die Itschlitten. Dann sehe ich, das wird die Leiden, was Gott das für ihn, echt eine Frau, nach vorne Hüß. Und wirklich, ich noch, sind nun schon die drei, früher, was ich mich besonnen habe, dass ich wohl andrehen, dann sehe ich, ich habe nichts, nach ich mich besonnen. Ich habe Freunde gesehen mit Gott, und ich habe ganz klar, dass wir hier bloß wollen vortragen. Wir wollen, gehen hier nicht trübeln, wir haben hier noch keinmal getrübelt in der Gemeinde. Und wir wollen wieder auch nicht, wir wollen hier weich tragen. Und dann sehe ich mich vor da, nee, wir wollen nicht weich tragen, wir wollen die Gemeinde länger am Holz nehmen. Da meine ich dann, das ist Schluss. Mein Lehrer hat gesagt, ich würde so vielleicht kommen, wenn ich wieder geschlossen habe, ich würde wieder reinkommen. Und ich habe mich auch mit denen geschüttet. Und danach kamen sie mir, nur mehr, oder mehr, kamen sie mir sagen, sie haben mich in Bahn genommen. Und weißt du, was dann passiert? Dann sehe ich bloß zu der Krawa, muss Gott in diesen nicht anrechnen. Dann ging ich nach, leite mein Testament, was ich am Tisch liegen habe, abholen, dann schlug ich da in Johannes Kapitel 16 ab, dann las ich da von erster Vers. Und dann sage ich da, sag ich, habe ich zu euch geredet, dass ihr euch nicht ärgert, die werden euch in den Bann tun. Und sie werden meinen, sie tun Gott einen Dienst darum. Aber das werden sie darum tun, werden sie nicht den Vater, auch nicht den Sohn erkennen. Aber dann habe ich eine große Freude. Der Herr sieht mir so ganz klar.
Das soll mir doch nicht überweiden, das soll mir doch nicht so bordern. Die würden mir bohren dann, was würden sie da werden, dann willst du nicht den Vorder nicht in sehen, tja. Und ich war also Frau, irgendwie, wie mir um das Reiten zum Weichtrag. Aber das ist dann eine lange Geschichte wieder, weil die Luther waren nur in der Freistelle, waren nur das Hahn, weil die Luther noch wieder vertan. Und wir haben von da an sehr gut getan, wie trocken der war. Wir können die Häuser nicht bekämpfen, haben die Wirtschaft nicht bekämpfen, wie gesagt, das wir nicht erlaubt, müssen wir alle melden. Und bei der passiert ein Wunder, Gottes hängt unter, was wieder rein und zum Wahrstrei. Die Geschichte konnte Luther noch wieder vertan. Wo Joachim gleich dem Herrn sei, und wir sind von dann an sehr froh gewesen, nach all den 31 Jahren, auf einmal sehr schön jung, und wir haben ganz klar, dass wir Kinder Gottes sind, und ich hatte ganz klar, wenn die dem Herrn in euch nun, das Jahrzehnt hat gehabt, dann sei ich meine Brüder und Schwestern im Herrn, und mach Gott ihnen sehen.